gucken wir uns mal an, wie die Blutberge aussehen. Ich sollte jetzt allerdings gleich nochmal speichern und das machen wir hier. Und wir sollten auch nochmal leveln. Unsere kleine Truppe hat ja doch ein wenig... Hier, Steigerungspunkte 491. Da können wir also doch nochmal... Körperkraft können wir noch nicht verbessern. Aber wir könnten mal gucken. Hier können wir nichts machen. Selbstbeherrschung können wir nochmal ein bisschen höher setzen. Zwergennase wurde mir auch empfohlen, das zu machen. Für das Aufspüren von verborgenen Türen und so weiter. Vielleicht ist das auch nicht ganz verkehrt. Und dann gebe ich dem auch nochmal irgendwie einen kleinen Punkt. Was haben wir hier sonst noch? Alles andere ist bei ihm jetzt nicht so. Also er muss halt vor allen Dingen tanky sein. Er muss halt derjenige sein, der vorne stehen kann und richtig schön alles abfangen kann. So, ja. Dann haben wir Rulana. Rulana, wie sieht es bei dir aus mit Körperkraft? Leider auch nicht. 510, da sind wir auch noch nicht dabei. Könnten die auch nochmal, damit sie 45 hat, das hochsetzen. Auch die Selbstbeherrschung kriegt auch nochmal 1, 2. Was haben wir hier noch bei den Säbeln? Sind wir auf Max? Da brauchen wir nichts. Fallenstellen, Pflanzenkunde, Tierkunde. Heilkunde ist auch Max. Ich glaube, bei ihr lasse ich das tatsächlich mal so. Naiva, bei ihr... könnten wir alles Mögliche jetzt hochsetzen. Selbstbeherrschung hat sie ja auch überhaupt noch nicht viel, fällt mir gerade auf. Aber sie ist natürlich jetzt auch tatsächlich eher mit Magiekunde unterwegs. Ist dieser Ring etwa magisch und wenn, welche Magie wohnt ihm inne? Magiekunde ermöglicht es dem Anwender nach langem Studium der Arkane, können sie gezielt magische Artefakte, Tränke und verzauberte Gegenstände zu identifizieren. Vielleicht sollten wir das auch mal versuchen mit dem einen Stab. Das sollten wir vielleicht, hätten wir vielleicht mal längst machen sollen. Ich gebe mal hier Überreden noch ein bisschen rein. Fechtwaffen sind wir auf Max, aber jetzt kommen wir natürlich den Zaubersprüchen. Und die Zaubersprüche, die sollten wir auf jeden Fall nochmal gucken. Die Spruchdauer 300 Sekunden, das ist halt irgendwie schon relativ stark. Also, Magier ruht aus seiner nach mystischer Unterstützung und seine Körperkraft für kurze Zeit zu verstärken. Das wollen wir nicht. Den Plumbumbarum haben wir schon auf Max? Das wusste ich ja gar nicht. Da siehst du mal. Also, Fulminictus ist auch auf Max. Den Balsam Salabunde sollte ich nochmal hier etwas hochsetzen. Wir könnten natürlich auch mit dem Ignifaxius so ein bisschen anfangen. Aber wenn wir den hier haben, dann würde ich mal den hier reinsetzen. So. Und Eisenrost und Patina. Auch das ist nicht ganz uninteressant, tatsächlich. Aber ich glaube, ich lasse den nochmal jetzt gerade so ein bisschen... Ich mache mal hier auch Astralenergie und Lebensenergie noch ein bisschen mehr. So, und dann gucken wir nochmal bei ihr. Sie hat nämlich 1045! Holla die Waldfee! Da kriegt sie jetzt erstmal hier so ein bisschen Lebens- und Astralpunkte und dann gucken wir uns mal an, was wir bei ihr so komplett nach oben setzen. Eins zum Beispiel die hilfreiche Tatze, da können wir auf jeden Fall, das ist sehr wertvoll, das haben wir jetzt sehr nach oben gesetzt tatsächlich. Balsam Salabunde werde ich auch nochmal einen dazu packen und der Fulminictus auch. So. Was könnte sie denn noch gebrauchen? Armatrutz. Was ist das hier? Sinnschärfe, okay. Sanftmut. Das könnte man auch überlegen. Grobes Verbürger, den in Lethargie versetzt wird und von weiteren Angriffen ablässt. Das ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Dann machen wir sie so ein bisschen Tier... Tierliebes Besänftigungsmonster. So ungefähr. So. Also. Meint ihr? Hier wird
Hier wird diskutiert darüber, wie ich skille und ob es sowas wie Verskillung gibt oder nicht. Es ist eigentlich ein Zeichen von einem guten Game, wenn so etwas wie Verskillen nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, sondern dass jeder eben seine Art irgendwie spielen kann. Das finde ich schon richtig. Braucht mehr Steine, weniger Bäume. Ja, das ist doch voll und ganz hier das Reich von Gwendala, würde ich mal sagen. Mal gucken, was wir hier finden und wen wir hier finden, vor allen Dingen. Ach was, eine Blitzkuppel? Meister Rakorium, bist du's? Hallöchen. Hey, du da. Du willst doch nicht etwa hinauf zur Burg, oder? Da kommt nämlich niemand rein. Aber wenn du gerne lange Aufstiege magst, bitte. Josbene? Keiner? Meinst du, ich gelange auch nicht in die Ruine? Und was hofft wohl jemand wie du dort zu finden? Es soll da ein großer Zwergenschatz verborgen sein. Den will ich heben, aber erzähl's nicht weiter. Na, wenn du glaubst, du müsstest Lügen erzählen, um die wahren Gründe zu verbergen, nur zu. Aber dass du denkst, ich sei nur eine einfältige Hirtin, wie ich mich gebe, die dir jeden Zungenschlag glaubt, ist beleidigend. Was ist der wirkliche Grund? Na gut, ich suche ein altes Buch. Es soll vor kurzem in der Ruine aufgetaucht sein. Es nennt sich das Kama Sutra. Hast du schon davon gehört? Dann haben wir nicht nur wir Schwestern Saturias bemerkt, dass in der Ruine Seltsames vor sich geht. Hör zu, ich bin eine Hexe des Dunkelwaldes. Vielleicht können wir dir ja helfen, in die Ruine zu gelangen. Aber eine Hand wäscht die andere. Na gut, was willst du? Die Inquisition soll nicht ungestraft in den Dunkelwald eingedrungen sein. Die Praiosdiener haben ein Lager aufgeschlagen. Bring mir von dort ihren Messwein, damit ich ihn mit einem Fluch belegen kann. Du wirst den Wein wahrscheinlich in einer Reliquienkiste finden. In Ordnung. Du sollst den Messwein bekommen. Satanische Hexe, die mir sehr sympathisch ist. Wenn das mal gut geht. Du findest mich hier, wenn du ihn hast. So, kannst du mir vielleicht einen Rat geben, wie ich an den Wein am besten komme? Wenn ich das wüsste, würde ich das Gesöff selbst holen, Schwester. Am schwierigsten wird es sein, das Lager der Praioten zu betreten. Tue am besten so, als ob du den Sonnengott verehrst und dich ihnen anschließen willst. Auf bald, oder? Was haben wir also noch? Achso, wieso hütest du Schweine, wenn du eine zaubermächtige Hexe bist? Du weißt nicht viel über die Hexerei, oder? Hexen verbergen ihre wahre Natur oft vor ihrer Umgebung und gehen einem gewöhnlichen Leben als Bäckerin, Magd oder Jägerin nach. Als Hirtin habe ich ein gutes Auskommen. Was sind Hexen? Nee, das weiß ich. Was gibt es über den Dunkelwald zu erzählen? Außer der Ruine Blutberge liegt das Gut Dunkelforst in der Nähe. Ich führe die Schweine des Gutes zur Eichelmast und tausche mich gerne mit der Weberin Morla aus, die meine Gesinnung teilt. Reisende sollten sich vor Wölfen und Feuerfliegen in Acht nehmen. Der Wald ist auch Revier von Humbert und seinen Räubern, aber hier hat man nichts von ihm zu befürchten. Er führt seine Überfälle nur an der Straße nach Ferdok aus. Außerdem brennt er einen guten Schnaps. Okay. Was ist mit der Inquisition? Verbohrte Gotteskriecher, die alle Andersgläubigen auf den Scheiterhaufen bringen möchten. Jede Hexe, die klug ist, wird sich vor ihnen verbergen. Du findest die Praioten wohl in Lagern oder auf Streifzügen durch den Wald. Auf bald! So! Ja, da haben wir ja schon direkt Freunde gemacht, hör mal. Da ist die Burg, da ist der Messwein. Ich würde dem Messwein nachgehen. Hexen. Sie hängen komischen Aberglauben an und am schlimmsten, sie leugnen die Existenz der Herren Rondra. Jetzt hab dich mal nicht so. Ulana, Mensch. Bist du vielleicht eifersüchtig, dass die gute Naiva jetzt das tolle neue Hemd hat? Hä? Bist du eifersüchtig?
Und schon direkt das nächste. Noch mehr Reisende. Ronkwa hatte recht. Dieser Wald ist wirklich eine Goldgrube. Eda, legt eure Waffen nieder und gebt uns all euer Gold. Dann wird euch vielleicht nichts passieren. Nicht so schnell. Dieser Wald gehört Humbert und nicht Ronkwa. Gestalten wie ihr sind hier nicht willkommen. Euch würde ich aber trotzdem bitten, die Waffen zu strecken. Das Gold gebt lieber uns. Wir sind ehrliche Räuber und keine Halsabschneider wie Ronkwas Spießgesellen. Schwächlinge wie dich haben wir gerade noch gebraucht. Schaut das mal, Männer. Lustig. Humberts Mädels sind auch da. Und du hörst mir mal gut zu. Ignorier die Vogelscheuchen da und mach einfach, was wir dir sagen. Klar? Du hast einen schönen Schulterpanzer, den ich gern hätte, Franco. Wartet, ihr verwirrt mich. Von wem redet ihr hier eigentlich die ganze Zeit? Oder an Rabor? Hey, der hat euch gerade Mädels genannt. Wollt ihr das auch auf euch sitzen lassen? Oder an Franco? Was hältst du davon, wenn wir die Vogelscheuchen gemeinsam fertig machen und dann teilen wir uns die Beute? Oder bei Fex gleich zweimal Kopfgeld für mich, falls auf eure lächerlichen Banden überhaupt Dukaten ausgeschrieben sind. Wir wären 6-4. Also ich mache jetzt erstmal, ich bin ja naiver, weiß von nichts. Das heißt also, die erste Antwort ist eindeutig mein Rollenbild, ja? Warte, ihr verwirrt mich jetzt. Von wem redet ihr die ganze Zeit? Ja, ich rede von Ronkwa, dem mächtigsten und stärksten Banditen in ganz Mittelreich. Dieser Wald und die Handelsstraße hier waren viel zu lang in der Hand dieser Gruppe von Schwächlingen. Pah, mächtigster und stärkster Bandit. Ein Totschläger und Halsabschneider ist das. Und ein Feigling. Humbert würde mit diesem Emporkömmling kurzen Prozess machen, wenn er sich mal in unser Lager trauen würde. Was haltet ihr davon, wenn wir diese Totschläger gemeinsam fertig machen, oder? Ich stand schon immer gerne auf der Gewinnerseite. Lasst uns diese Vogelscheuchen fertig machen, oder bei Fex gleich zweimal Kopfgeld für mich, falls eure lächerlichen Banden überhaupt Dukaten aufgeben. Jetzt kann ich hier überhaupt gar nicht mehr auswählen. Jetzt kann ich nur auswählen, entweder, ey, lass uns die Vogelscheuchen wegmachen oder diese Totschläger gemeinsam fertig machen. Also Totschläger sind die anderen wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was soll ich denn machen? Soll ich die jetzt alle, das Kopfgeld, ich soll alle sechs auf einmal bekämpfen? Ich muss erstmal ein bisschen zaubern, bevor ich da überhaupt was machen kann. Also, was haltet ihr davon, wenn wir diese Totschläger gemeinsam fertig machen? Wir können die ja dann immer noch angreifen. Hoffe ich doch. Normalerweise kommt ja zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen, aber ich glaube, Humbert wird nichts dagegen einzuwenden haben, wenn wir ein paar von Ronkwers Leuten aufmischen. Also gut, Fremde, schnappen wir uns diese Halsabschneider. So, jetzt wird's lustig. Ich versuche mein Bestes. So, ich tu mal so, als würde ich mitmachen. Für die Königin, für Rondra. So, hier erstmal so zur Sicherheit, ne? Armer Trutz. Nummer 1. So, und dann kommt Nummer 2. Da können wir jetzt aber direkt hier mal hilfreiche Tatze, ein richtig krasses Vieh, daher zaubern. Dann würden wir nochmal ein Faluvio hier auf unsere anderen Leute. Oh, die sind aber schnell weg. Ein Wolf! Wir haben einen Wolf! So. Rondra, Rulana, wo bist du? Rulana ist schon hier. Die kann mal hier so einen machen. Ich weiß gar nicht, welche Rulana ist. Da ist Rulana. So. Kurkum! Genau, Kurkum. Oder so ähnlich. So, und du machst jetzt mal. Was machen wir denn hier noch? Das hier alles, Attributio Mut, nee. Sanftmut auch nicht. Haben wir ein Donnerkerlchen? Donnerkerlchen haben wir noch. Achso, und sie muss ja auch noch, oder? Ja, sie hat auch noch nichts. Dann könnte sie ein Blitzlichtwind nochmal drauflegen. Zzt.
Na, die sind allerdings echt einfach gewesen. Ich glaube, wir hätten die komplett zerstören können. Tatsächlich. Aber vielleicht kommt das ja noch. Da fallen ja die... Denen haben wir es aber gegeben. Leute wie dich kann unser Anführer Humbert sicher gut brauchen. Besuch uns doch mal in unserem Lager im Norden. Bekomme ich gar keine Belohnung? Mädchen, wir wollen dich eben noch überfallen und ausrauben. Sei froh, dass es für dich so glimpflich ausgegangen ist. Kannst ja Rongfest-Leuten die Taschen durchsuchen. Die stört das jetzt auch nicht mehr. Na gut. Obwohl wir euch wirklich sehr einfach wegmachen könnten. Aber sei es drum. Wollen wir mal direkt die richtigen Sachen aufsammeln. Hella, den Knüppel kann er behalten. Den Knüppel kann er immer noch behalten. So, gucken wir mal hier noch. Hella. Los! Bögen, die brauchen wir. Ah, wir kommen allmählich wieder zu Geld.